Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja, im letzten Part haben wir das Gebiet Ranel erkundet. Und jetzt sind wir hier und dachten, wir könnten endlich zu Zelda, aber nein. Ein Kumpel von uns hat uns berichtet, diese Steine, die uns den Weg versperren, auf einmal gab es irgendeine Explosion oder so und jetzt kommen wir nicht weiter. Wir müssen einen Umweg nehmen, um zum Tempel der Zeit zu gelangen. So. Ja, und jetzt quatschen wir gerade mit den Roboter-Dings da oder was das auch immer sein soll. Den haben wir im letzten Part noch kurz vor diesen roten Monstern da gerettet, mit ihren Stromdingern da. Ja, und jetzt bedankt er sich und will uns hoffentlich weiterlassen. Das Ranel-Steinwerk ist da vorne. Ja, er lässt uns durch. Und jetzt können wir weiter. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Übereinstimmung deiner Karte mit der derzeitigen Umgebung beträgt 35%. Der Unterschied ist beträchtlich. Mein Gott. Ich schätze, dass die WR301 Einheit vorhin die Karte an der früheren Landschaft angepasst hat. Landschaftsbild. Mein Gott, ich kann nicht lesen. Naja, egal. Ach ja, wie dämlich bin ich denn? Oh, wir müssen ja so erst fahren, damit wir überhaupt weiterkommen. Denn jetzt ist hier wieder Leben. Und da nicht. Und dahin, da stand das Ding vorhin. Ich bin aber auch einer. Und jetzt kommt, das schaffe ich. Yeah, ich hab's geschafft. Haha. Nun gut, dann gucken wir mal weiter, wo wir als nächstes ankommen werden. Also habe ich euch schon mal gesagt, dass diese Dekos nicht wirklich nach Dinger aussehen, die aus Holz bestehen, sondern ich finde, die sehen da noch aus, als hätten die da noch richtige Haut. Also so ein bisschen, die sehen irgendwie so aus, als hätten die so Gummihaut oder so. So sieht das irgendwie da aus. Naja, vielleicht waren die Dekos ja da früher noch keine aus Holz. Hat sich wahrscheinlich während der Zeit entwickelt, so komisch. Oder, ja, doch, glaube ich schon. Denke ich. Falls es so sein sollte. Und der hat mich nicht gemerkt. Wie kann das sein? Nein! Oh oh, oh oh. Verpiss dich! Ja, komm näher. Oh, dann nicht. Warte, ich komm gleich rüber. Komm her. Nein. Oh, komm, ja, runterschmeißen. Oder direkt in den Tod schicken. Geht hier auch. Ich bin so witzig. Okay. Wir sind wegen einer Blume hergekommen und haben einen Herzschaden erlitten. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ist ja nur ein halbes Herz. Naja, egal. So, wo sind wir denn jetzt angekommen? Wir sind, keine Ahnung wo. Auf jeden Fall gibt es wieder schöne Herzen. Und jetzt müssen wir rennen, denn wir sonst ersinken wir im Treibsand. Im Sand, Treibsand. Hä? So. Ich ersinke gar nicht. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Gebieter, du stehst auf Treibsand, ohne zu versinken. Ich empfehle dir, die Karte zu kontrollieren. An dieser Stelle verlief einst eine Straße, die nun durch den Treibsand verdeckt wird. Es scheint, als könntest du hier laufen, ohne zu versinken. Ich empfehle, Signallichter auf der Karte zu setzen, um den Weg zu markieren. Ich empfehle, mehrere Signallichter zu setzen. Oh, jetzt kriegen wir glatt doch mal 5. Das ist mal schön. Oh mein Gott, ich bin immer früher diesen Weg so gelaufen und bin immer dann ersunken. Hey, warte mal.
War ich hier schon? Warte mal. Das muss ich mal eben gucken. Nee, hier war ich noch nicht. Dann gehe ich doch mal glatt mal dahin. Guck mal, wir ersinken nicht. Wir können so laufen, wie wir wollen, aber wir ersinken nicht. Das ist doch mal was Schönes. Und hier ist nix, außer irgendwelche... Ups. Außer irgendwelche Sachen, ja. Außer Insekten und ein paar Gräser, wo Rubine drin sind. Das hat ja mal wieder was gebracht. Ach, Link, ich bin wieder so stolz auf dich. Du schaffst immer so viel. Okay, dafür brauchen wir wahrscheinlich keine Signallichter. Nein, ich glaube, wir können auch so durch. Ja, wir können auch so durch. Okay, jetzt sind wir hier. Was ist hier los? Hier ist wieder so ein komischer Typ. Der will anscheinend hier ein bisschen ärgern. Aber ich ärgere dich. Oder, nein, oder du ärgerst mich. Oh, das war knapp. Das war jetzt knapp. Okay. Ignorieren wir diesen Klugscheißer. Lassen uns nicht vor dem ärgern. Und legen hier einfach mal eine Bombe hin. Oh, was haben wir da? Ein Stein der Zeit. Schon wieder. Und schon ist alles wieder lebendig. Und diese Dinger sind auch wieder lebendig. Oh, das war fies. Komm, schlag auf mich. Komm. Genau so meine ich das. So. Jetzt gucken wir uns mal um. Was hast du zu sagen? Wer bist du? Dies ist der Hauptschalter zum Eingang des Ranellsteinbergs. Nur eine bestimmte Kombination der drei Zeiger wird dieses Tor öffnen. Ich spüre in dieser Gegend etwas, das den Hauptschalter ähnlich ist. Spüre es mit der Aurasuche auf. Okay, oh, ich mochte das noch nie wirklich. Diese Schalter suchen. Noch nie. Aber das hier kennt das hier, also da, aber das erste ist, das wusste ich sowieso schon, auch ohne die Aurasuche, weil ich habe das Spiel schon öfter gespielt. Ja, das wisst ihr ja eigentlich wahrscheinlich mittlerweile schon, ne? Und da ist wieder ein Eingang. Vielleicht ist da der Schalter drin, den wir brauchen. Ja, um weiterzukommen. Sand. Ganz viel Sand. Wow. Sand ist wunderschön. Na, was willst du? Komm her. Ja, komm. Komm. Explodiere. Schnell. Genau so wollte ich das. So. Den nächsten Gang frei gesprengt. Und jetzt auch noch das da eben schnell. Komm, Link. Du darfst jetzt nicht verkacken. Herzchen. Aber ich brauche gerade keine Herzchen. Meine Herzchen sind eigentlich gerade voll. Aber egal. Hier ist wieder ein Stern der Zeit. Das aktivieren wir doch mal. Und diese Dinger verwandeln sich alle in kleine Kugeldinger und dafür leben aber wieder hier irgendwelche komischen Bockblins herum. Ich schleiche mich an. Er wird mich nicht merken. Warte. Genau so meine ich das. Ich hab doch gesagt, er wird mich nicht bemerken. Und hier ist nur wieder ganz viel Kohle, Geld, Kohle, alles nur voller Geld. Moin! Bams!
in your face. Und ja, hier ist nix. Hier ist wieder was. Bats. Wieder nur Rubine. Ich glaube, was nützt es mir eigentlich, wenn ich diese Truhen öffne? Da ist doch sowieso nur Geld drin. Komm. Na, willst du wohl artig sein? Willst du wohl artig sein? So, jetzt ist der Link auch mal sauer. So, hat ihm erstmal ein ganzes Herz abgezogen. Ich glaube es nicht. Komm. Ich warte mal, bis er wieder seinen Strom gemacht hat. Genau. Und jetzt schneller reinwerfen. Also. Hey! Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich schätze, dass es notwendig ist, dieses Gerät mit Strom zu versorgen. Okay, nein. Genau. Nein, komm schon. Link, was machst du denn? Genau. Also, dass es hier schon Strom gibt, ja? Also, hier irgendwas mit Energie, Strom und so, ne? Also, das verstehe ich ihn, finde ich. Ich meine, es müsste schon in Twilight Princess dann aber auch schon so sein. Und hier gibt es Fledermäuse, die aus Strom bestehen. Hier gibt es Geräte, die Strom erzeugen können oder so ein Scheiß. Oder die Strom brauchen. Hätten sie gleich einen PC schon draus basteln können. Was hast du zu sagen? Du suchst die richtige Kombination, um das Ranel-Steinwerk einzudringen? Du siehst komisch aus. Komischen Kerl verraten wir nichts. Hey! Fass den Mechanismus bloß nicht an und nicht hineinstechen. Oh, na dann machen wir es natürlich erst recht. Danke, dass du es uns verraten hast, Kleiner. Wir werden eindringen. Ein Blitz ist aufgetaucht und taucht auch hier auf. Aha. Ich fange wieder mit an. Was machst du da? Mit der richtigen Kombination alleine kommst du dort nicht rein. Ach, glaub mir, ich komme da rein. Oh ja, wir kommen da rein, auf jeden Fall. No. Wir kommen da rein, wir werden da reinkommen, egal was sich uns in den Weg stellt, wir werden alles daran setzen, um Zelda zu finden, egal was es für Link bedeutet. Bomben. Du hast 10 Bomben erhalten. Wirf oder rolle sie, um Objekte in der Luft zu sprengen, bis du sie brauchst. Was? Bis du die brauchst, kannst du sie in deiner Bombentasche sammeln. Ja. Ich meine, das Coole ist ja auch hier, man kann die Bomben ablegen, dann gehen sie ja eigentlich los. Eigentlich kann man sie ja nicht mehr aufnehmen, aber ich kann sie wieder einstecken, dann explodieren sie nicht. Oh, das wäre aber auch fies, wenn die Bomben dann noch in der Tasche explodieren. Aua, aua, aua. Ich glaube, das muss wehtun. Naja, wollen wir gar nicht erstmal dran denken. Okay, wo müssen wir als nächstes hin? Gucken wir mal nach. Wo müssen wir als nächstes hin? Warte mal. Ich glaube, wir müssen hier durch. Doch. Da müssen wir hin. So. Komm, Link. Das schaffst du. Genau. Bin stolz auf dich. Und. Warte. Nein, ich schaff das. Ja, und dann müssen wir hier durch. Komm, Link. Nein, nicht versinken. Nein, nicht. Ha, genau, Link. Nicht versinken. Einfach rennen oder laufen. Aber nicht versinken. Versinken ist ganz böse. Weil, ja, dann bist du tot. Und das wollen wir doch nicht. Und Mr. Krabs lassen wir mal in Ruhe jetzt. Denn wir wollen jetzt einfach nur kurz diesen Schalter da aktivieren. Eine Abkürzung freischalten. Boah, der hätte mich fast umgerollt. Mit seinem Elektro-Panzer da. Komm. Cool, jetzt müssen wir nie wieder so einen Umweg laufen.
Oh, wenn ihr nur wüsstet. Okay. Herzchen habe ich genug. Rubine habe ich auch genug. Gehen wir nochmal speichern. Speichern ist immer schön und wundervoll. Und wunderschön. Einfach nur schön. So, okay, gehen wir weiter. Aktivieren wir das nächste Mechanismus. So, okay. Hier sind wieder solche elektrisches Wackelpudding. Was willst du, hä? Oh, da kommt er. Scheiße, er kommt. Aber trifft mich nicht. Bin ich gut oder bin ich scheiße oder was weiß ich was? Nein, Link, nicht versinken. Rubine habe ich genug. Wie schon einmal erwähnt. Was ist hier drin? Auch wieder eine Rubine. Okay, dann ist hier wohl nichts mehr Tolles. Oh, der hat sich nur wieder ausgegraben. Der kleine Stinky. Oh, oh. Nein, verpiss dich. Oh. Und noch ein Stein der Zeit. Das ist wundervoll. Oh nein. Ha, du kriegst mich nicht. Arsch. Komm. Genau. Ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, aber ich glaube, ich muss als erstes mit dem Panzer hier so dahin fahren. Mich dahin treiben lassen. Warum auch immer. Oder? Doch. Muss ich. Ich erinnere mich, glaube ich, jetzt wieder dran. Ja, ich erinnere mich wieder dran. Erstmal gucken, was hier drin ist. Nur Deko-Nüsse. Wir haben doch Nüsse genug. Schlechter Witz. Hier haben wir Glibber. Und wir kriegen erstmal einen Stromschock. Und schon wieder kriegen wir ein ganzes Herz ab. Egal. Was finden wir hier? Wir finden Eldenerz. Aber wir sind gerade eigentlich nicht in Elden. Wie kommt das von Elden nach hier hin? Oh mein Gott. Auf jeden Fall, ja, ne. Wir schieben jetzt diese Kiste nach unten. Das brauchen wir. Um gleich wieder rüber zu kommen. Oh, oh. Hey, hier bin ich. Arsch. Ey, bist du dämlich? Ja, du bist dämlich. Du bist einfach nur dämlich. Ignorieren wir den Klugscheißer. Und, Ja, und spring gleich einfach hier rüber. Oh, moin! Nein, nicht du. Den wollte ich einfach nur killen. Und den wollte ich auch killen. Und den wollte ich auch killen. Vielleicht hast du noch ein paar Herzen. Ja, du hast Herzchen. Achso, ich dachte schon, die kommen jetzt. So, den müssen wir jetzt nach da hinten fliegen lassen, weil ewig tragen können wir den nicht. Also, weil wegen seinen Stromschocker. Mein Käfer hält das aber aus. Und deswegen können wir den jetzt einfach dahin hinten hinfliegen. Also da können wir jetzt einfach den da hinten. Baba, ihr wisst, was ich meine. Ich habe nur mein Deutsch wieder verlernt. Wie immer. Auf jeden Fall, ja, jetzt können wir dann nach da hinten wieder. Wegen der Kiste können wir jetzt einfach hier wieder hin und diesen Mechanismus oder dieses komische Stromteil da. Mit Strom versorgen. Damit wir endlich wieder durch können und das nächste da machen, den nächsten Mechanismus aktivieren können. Aber vorher gucken wir, was wir da haben. Ein Monsterhorn, wunderschön. Wunderschön, ein Monsterhorn. Und was haben wir hier? Wir haben bestimmt hier wieder nur Geld. Ja, 5 Rubine. Ich weiß gar nicht, warum ich diese Truhen eigentlich noch öffne, obwohl bei mir keine mehr reinpassen. Nein. Geht doch.
So, haben wir das nächste. Aber wie es dann weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!